Das Schöne ist bei sowas, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, sorry, dass ich das hier die ganze Zeit unterbreche, wirklich sorry, aber bei Ant-Man war das ja auch so, falls ihr den, nee, nicht Ant-Man, Act-Man war das ja auch so, dass er ein Video zu so einem rassistischen Vollidioten-YouTuber gemacht hat, der auch so, der die ganze Zeit so Bans umgangen ist und so, ne, das, was Drachenlord gemacht hat und dafür für immer von YouTube gelöscht wurde, hat der Typ gemacht, Ant-Man konnte das, Act-Man konnte das beweisen und dann wurde er erstmal demonetarisiert und so für einen Monat und so. Und das Schöne ist halt, dass dann auch da, ne, alle großen YouTuber machen halt dazu ein Video, sodass dann YouTube was machen muss, so. Das ist halt, ja. Ist ähnlich wie bei Mimi, ja, genau, ja. Nur musst dir vorstellen, bei Actman, das hat er dann auch gesagt, das ist bis ganz nach oben gegangen. Also bis zu, ne, da, ich weiß nicht, ich glaube YouTube hat einen neuen CEO, aber das ist damals bis zu dieser Susan gegangen, ne, die CEO von YouTube. Die hat sich das angeguckt, so weit nach oben ist das gegangen. Und der wurde halt, der wurde demonetarisiert. Ne, erstmal, der hat halt ein richtig langes, aufwendiges Video gemacht. So richtig lang. In so einem Phoenix Wright-Stil und so, mit so, ne, vor Gericht hat so gezeigt, was der alles kacke gemacht hat. Und das Video wurde runtergenommen, weil der ein Bild von ihm genommen hat und eine Gurke in die Nähe von seinem Mund gefotoshoppt hat und so. Und deswegen, wegen sexuellen Inhalt, wurde das von YouTube runtergenommen. Und dann, Amle, danke dir. Danke dir für die 7 Monate. Und der Typ, zu dem er das Video gemacht hat, der hat dann die Mutter von Actman angerufen und wollte reden. Ja, wir müssen über ihren Sohn rufen, reden und so. Der hat die Mutter angerufen und so. Und ne, dann hat die quasi halt so bedroht, so, yo, ne, ihr Sohn soll aufhören, mit Videos gegen mich zu machen und so. Und dann hat Actman irgendwie aus Jokes sowas gemacht, so auf Insta oder auf Twitter hat er, glaube ich, irgendwie sowas gepostet von wegen so, yo, haha, ey, YouTube, cool, dass ihr sowas unterstützt, ich werde jetzt auch YouTube-Mitglieder leaken und dann mit so einem Wink-Smiley oder irgendwie sowas hat er geschrieben und deswegen hat YouTube gesagt, nee, das ist eine ernsthafte Anschuldigung, das ist kein Witz, wir demonetarisieren dich. Und das ist dann komplett durch YouTube gegangen, durch YouTube Amerika. Alle haben Videos drüber gemacht. Es ist bis ganz nach oben zur Chefin von YouTube gegangen und so. Nach einem Monat wurde er wieder monetarisiert, aber es ist schon, was auf YouTube teilweise passiert, ist schon crazy. Ja, und dann, und der ist immer noch online. Quantum TV heißt er. Ne, der die Mutter angerufen hat. Und wisst ihr, wie das alles gestartet ist? Und das ist das Allergeilste. Wisst ihr, wie das alles gestartet ist? Dieser ganze Beef, das alles ist nur entstanden, weil Quantum TV ein Video zu Elden Ring gemacht hat und gesagt hat, dass Elden Ring scheiße ist. Und deswegen hat dann halt Actman ein Video dazu gemacht. Nur deswegen. So, es ist so geil. Und das Geilste ist, es ist so viel, Junge, das ist wirklich, das ist so eine ApoRed-Mimi-Situation. Leute haben mit der Freundin von Quantum TV geredet, die ja übrigens, die ja verprügelt, haben mit der Freundin geredet und die meinte, er hat Elden Ring noch nie in seinem Leben gespielt. Der hat einfach nur ein Video dazu gemacht, weil alle es gelobt haben und er halt einfach wieder Anti sein wollte. Es ist so geil, Digga, es ist so ein, es ist, ja, das ist, es ist, oh Gott, jetzt kommt Herkules, Junge, let's go. Ja, ist crazy, was auf YouTube passiert. Alles Kindergarten, aber es ist unterhaltsam. Ich glaube, ich habe auch in einem Video gesehen, wie Herkules getötet wurde, aber das Schöne ist, dass ich alles vergessen habe. Kommen eigentlich unendlich von diesen kleinen Leuten? Muss ich mich auf Herkules konzentrieren? Oder kann ich dafür sorgen, dass die nicht mehr kommen und mich nicht stören? Breaking News mit Kevin, ja, Mann. Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr so in der Ami-Szene unterwegs seid. Achso, ich muss ihn wahrscheinlich da reinschleudern, ne? Jawohl. Ah, okay. Thank you.
da springen? Ja, ne? Schilimatilli. Also Quantum wurde entmonetarisiert, weil er einen Witz mit einer Gurke gemacht hat. Bro, du wirst ja von Mr. Ubisoft so ausgenommen. Nee, nicht Quantum, sondern halt Actman, weil er bei Quantum das gemacht hat. Aber ja, im Grunde ja, genau. Das war sexueller Inhalt, weil eine Gurke neben sein Gesicht gefotoshoppt wurde. Hat YouTube das Video runtergenommen, weil sexueller Inhalt. Das ist einfach geil. YouTube ist überhaupt nicht random. Schon gerechtfertigt, ja. Jo. Digga. Sowas von sterben. Fuck, Mann! Scheiße! Ist eigentlich mal Platin-Trophäen gejagt. Tatsächlich haben wir diese Frage in dem neuesten Podcast beantwortet. Habe ich nie so wirklich gemacht. Du bist so böse auf deine Videos sehen würde, Bruder. Ja, gut, was soll er machen, ne? Das bei YouTube, das war lächerlich, also mit dem Quantum, das war... Normalerweise kannst du ja... Okay, jetzt mal ganz im Ernst, was? Wie? Wie? Ich raff's nicht. Ich raff das Kampfsystem nicht. Weil der schlägt mich ja die ganze Zeit weg, da ist der so eine... Muss ich immer diese kleinen Schläge machen, bevor er... Oder gibt's irgendeinen Way und ich hab's noch nicht wirklich gerafft. Du lässt nämlich hart ran, ohne Scheiß. Fuck, das gibt's doch nicht. Ich hab schon wieder nur die Hälfte meines Lebens, Mann. Das wird schon wieder nix. Als ob. Hab ich auch so das Gefühl, dass er fast alles blockiert. Magie? Ja gut, das habe ich ja eben gemacht, dann hatte ich fast keine mehr, ne? Aber okay. Ich glaube, ich muss auch mal, ich kann wahrscheinlich schon meine Klingen weiter aufleveln, ne? Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Also, ich mach das mal. Was habt ihr gesagt, das hier aufleveln oder weiter? Spar noch? Okay, dann spare ich noch. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich einfach vorsichtiger sein. Ne? Aber guck dir das an! Ich komme ja fast nicht in die Nähe. Der Bruder haut mich ja sofort weg. Muss ich da springen? Ich raff's nicht. Ja, Junge, aber was soll ich? Ich raff's nicht. Ich bin schon wieder tot. Also die zweite Phase ist ja, die ist ja übel, hä? Wenn er schmettert, weich aus. Also einfach ausweichen oder was? Das ist ja, man kann ja kaum angreifen. Der greift ja fast durchgehend an. Muss man so richtig vorsichtig sein oder was? Und von die Bogenschützen da regen aber auch auf, ey. Ja, schon wieder fast tot. Rage, ach stimmt, ich hab ja noch den Rage-Modus. Digga. Ja,
Aber mit diesen 3 Millionen Gegnern ist aber auch... Ich kann nicht ausweichen! So, Gegner packen und rennen, ja. Yeah. Die Frage ist, wie viele Phasen hat er? Ich bin doch ausgewichen, Amena. Nein, das war dumm. Wie aktiviere ich das nochmal so, ne? Geh zu Herkules! Warum fliegt er rum, als wäre es Son Goku? Greif ihn doch an! Okay. Wie viele Phasen hat er? 3? Oh, sind wir jetzt alleine? Oh, danke, Alter. 1v1, die Hurensohn. Aber jetzt den vorsichtigen Hasen. Vorsichtiger Hase. Na, die Kamera ist scheiße. Außerdem bei God of War das halt nie. Ich glaube, die neuen Teile haben noch so einen Lebensbalken für die Gegner, ne? Das ist hier echt so ein bisschen. Ist halt keine Ahnung, wie weit du bist, so. Okay, let's go. Ja, irgendwie, aber. Wie soll man das denn anders machen? Hä? Was soll das passieren? Was ist das denn? Wie tiefer ist das? Sieht doch nicht so aus, als hätte das passieren müssen. Ah, wahrscheinlich hat er mich hier gepackt, ne? Okay. Sure. Ja, ich glaube, bei ihm wird er nicht komplett. Ja, irgendwie mit dem Kopf oder so. Oh, ja. Shit. Geil. Oh, Junge, okay, das ist geil. Jetzt kriegst du deine. Oh oh. Deine eigene Medizin kriegst du jetzt zu spüren, du Hundesohn, Alter. Oh, nicht so gut. Vielleicht auch doch nicht.
auch interessant ist. Also ich finde die Designs, finde ich richtig sick. Also auch Herkules, er ist halt einfach ein Bodybuilder, ne? Es ist geil. Er ist halt einfach so der Mountain. Die Designs von den Leuten sind übergeil. Ja, nicht gut. In die packst du all dein Zeug? Okay, alles klar. Got it. Okay. Guter Call. Junge, aber langer Bosskampf, ne? Langer Bosskampf. Aber finde ich geil. Die zweite Phase... Oh, fuck my life. Die zweite Phase war nur ein bisschen... frustrierend. Aber eine Frage, mache ich das eigentlich richtig? Muss man so vorsichtig spielen oder ist das eher... weiß ich nicht. Weil irgendwie, also ich sehe halt irgendwie nicht, wie man das, oh fuck my life, wie man das besser machen kann. Markus Rühl hat wirklich was davon. Mann! Okay, man müsste sich vielleicht nicht so oft treffen lassen, aber ansonsten... Passt schon so? Okay. Ja, weil irgendwie, es fühlt sich so falsch an für ein God of War, so vorsichtig zu sein. Ist manchmal. Hoch da! Junge, Alter, die holen hier auch alles raus, ne? Ach so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, wir machen Marmelade. Herkules sieht sehr, sehr russisch aus. Ja, true. Ja, stimmt. Uiuiuiui. Jetzt nicht mehr. Jetzt sieht er ziemlich tot aus. Zehn von zehn. Ey. Ich kann's nur wieder sagen, ne? Wie krass muss das gewesen sein, das zum Launch gespielt zu haben. So, du hast God of War 1 und 2 auf deiner PlayStation 2 gespielt, dann holst du die PlayStation 3 und dann kommt dieses Spiel raus. Bruder. Okay, jetzt alles hier rein, ne? Dann packe ich jetzt alles in die rein. Hier, ne? Alles klar. Oder sind das die? Ja, ne? Muss auch Preation, dass alle Waffen eine eigene Ausweich im Animation haben. Ja, es stimmt. Ja, true. Wenn mein Gesicht so aussehen würde, würde ich deine Videos nicht mehr anschauen können. Es ist... Oh, Junge, Kratos, einfach Ehrenmann. Ja, damn, Alter. Okay, wir haben echt viel, ne? Werden wir eigentlich stärker oder kriegen wir eigentlich nur mehr Moves? Haben wir heute Zeugs von Holy bestellt, hoffe, das schmeckt. Wenn nicht, du nicht eins gegen eins. Alles klar, Digga. Ja, ich hoffe, es schmeckt dir. Ach, Junge, Alter. Ja, wir machen heute bis 11, ey. Ah, eine Frage. Wegen den Game Awards nochmal. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann die genau sind. Ich habe immer den 7. im Kopf gehabt, aber jetzt habe ich irgendwo gelesen, der 9. Aber auf jeden Fall sind die ja von halb zwei bis irgendwie 5 Uhr oder so. Oder bis halb 5, glaube ich. Die gehen, glaube ich, 3 Stunden und starten um halb 2. Dachte, der 4. Junge, der 7. Ja. Es kann sein, falls ich mit meinem gesamten Setup in der neuen Wohnung bin, könnten wir da streamen. Wäre jemand dabei? So. Ja, schauen wir zusammen, let's go. Also, hier kann ich das nicht machen, das geht nicht. Aber in der neuen Wohnung, warte mal, lass mich mal gucken, wann sind die Game Awards? Game Awards, deutsche Zeit. So. Hä? Nee, das ist vom letzten Jahr. Junge, fick dich. Nein. Wann sind die alle Infos? Nee, warum 22? Hä? Game Awards 2023, Amina.
Okay, hier steht, dieses Jahr werden die Game Awards am 8. Dezember um 1:30 Uhr. Warte mal, was ist denn der 8. Dezember? Oh shit, habe ich jetzt hier. Was ist der 8. Dezember für ein Tag? Der 8. Dezember ist ein Freitag. Boah, Digga, der wird doch niemand Zeit haben, oder? Freitag? Also wenn es zumindest am Samstag wäre. Freitag um 13:30 Uhr? Also ich meine, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich das streame, dann werden nur Waffel und ich hier sitzen. Ach, Waffel. Ananas und ich. Sorry. Ja, Freitag früh. Schwierig, ja. Scheiße, aber ich würde das voll gerne gucken. Und wahrscheinlich leider habe ich eine Frau ansonsten gerne. Ja, es ist. Was ist da? Die Game Awards sind da. Ich bin dabei. Dann machen wir Duo-Stream. Wir machen hier zu dritt Tombadu und ich. Also wie gesagt, wenn ich mit dem Setup schon da bin, kommt einfach drauf an, ob der Telekom-Boy das alles direkt regelt und alles funktioniert. Kann aus Erfahrung sagen, lohnt sich das zu gucken, selbst wenn es 3 Uhr nachts ist, vertraue. Deswegen, Mann. Und wahrscheinlich wird auch der GTA 6 Trailer sein. So. Junge, außerdem will ich sehen, wer Game of. Ich will. Ich habe das noch nie gesehen. Ich will das jetzt mal zum ersten Mal gucken, so. Ne? Junge, ja, muss ich niesen? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab so das Gefühl, dass wenn ich morgen aufwache, komplett krank sein werde. Ich spüre jetzt irgendwas bei meinem Ohr. Junge. Ich meine auch view-technisch so. Ja, ich. Ja, wir schauen, wie gesagt, ne? Wir machen zu dritten Stream. Krank wird, ja, es ist. Oh, ich hasse es, ehrlich. Jetzt krank werden. Also, naja, gut, immerhin ist das Spider-Man-Video fertig. Spider-Man krank schneiden. Irgendein Video muss ich mal krank schneiden. Ich glaube, es war Ghost of Tsushima oder so. Das war scheiße. Sagst du, dritt streamen und dann wird die Zuschauer dreistellig. Und mit einer 3 am Anfang. Ja, kann natürlich auch sein, dass sehr viele verlorene Seelen da sein werden. Aber das ist halt. Es ist halt mitten in der Woche. Um 13:30 Uhr morgens. Also ich weiß nicht, wie viele Leute. Am Wochenende safe, da sind halt, ne, da manche bleiben bis 5 Uhr wach so. Aber mitten in der Woche, wenn du am nächsten Tag Schule hast und so. Es sind wirklich alle krank. Junge. Also bei mir. Ah, mit denen können wir. Ah, okay. Also ich bin hyped. Ich habe da auch Bock drauf. Ich hoffe, das klappt alles. Wie gesagt, am 1. Dezember kommt halt der Telekom-Boy. Und wenn der das alles richtet, dann ne, hole ich meinen Tisch rüber und baue alles auf und so und dann können wir das machen. Wie gesagt, aus Erfahrung, das Funst, alles klar. Ja, dann, wie gesagt, hier kann, von dir kann ich das leider nicht machen, weil, ja, junger Bruder, also ich kann, ne, so, also ich könnte das machen, dann wird es aber wieder so ein ASMR-Stream wie bei Capcom, falls ihr euch noch an den Stream erinnert. Und ich war mit Capcom ging irgendwie 40 Minuten. Jetzt so 3 Stunden so einen Stream machen, hätte ich gar keinen Bock drauf. Viele in meiner Gegend haben wieder Corona. Ey, also ich glaube, bei mir ist einfach nur eine Erkältung. Weil das Lustige ist, gestern im Podcast sage ich noch sogar noch zu Victor, yo, meine Füße frieren und ich finde das geil. Weil wir halt auch über Sommer und Winter geredet haben. Aber ich glaube, das war nicht so geil, dass meine Füße gefroren haben. Ach, jetzt können wir diese hohen Kinder erledigen. Ja, das wäre geil, Alter. Junge, nachts so ein Stream. Junge, das wäre doch übersick. Ich weiß nicht, wie das mit den Nachbarn da sein wird. Ja. Dann müssen die das vielleicht einmal ertragen. Direkt unbeliebt machen bei den neuen Nachbarn. Aber hab ich Bock drauf. Sehe ich nicht. Wohnst du zu Hause oder Studenten WG? Nee, ich wohne zu Hause. Mein Vater muss halt um 5 Uhr halt aufstehen, zur Arbeit fahren. Deswegen, dem kann ich halt nicht den Schlaf nehmen, ne? Scheiß auf Nachbarn, ja. Lad die Nachbarn zum Stream. Ja, Junge, ich hoffe, das werden gechillte Nachbarn sein, ey. Hey, warte. Achso. Okay. Oder du hast geredet wie ein Löwe. Lukas, Alter, Stufe 1 Abo für 3 Monate im Voraus. Danke dir, was geht?
Vielleicht sind die Nachbarn ja Cable-Zuschauer. Boah, weiß ich nicht. Ich meine, ab einer gewissen Größe, ich meine, ne, je mehr der Kanal wächst. Wobei. Oh Junge, Akilas, auch dir, du hast auch geredet wie ein Löwe. Danke dir, danke für dein Prime. Irgendwann wird wahrscheinlich irgendjemand mal erkennen. Den wird aber niemand mehr erkennen. Oh, Junge. Was ist das nochmal für ein Datum? Das ist der 8. Der 8. Dezember um 1:30 Uhr morgens halt, ne? Also halt von dem Donnerstag auf den Freitag in der Nacht. Da ist das. Da sind die Game Awards. Und ich will das live gucken, da wird safe so viel Geiles passieren, Alter. Heute noch durch das ganze Game. Nee, 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 wir machen jetzt noch, was haben wir? Wir machen noch so 25, wir machen bis 11 und dann ist für heute gut. Aber ich sag dir ehrlich, ich hätte so Bock. Es ist so, es ist halt gerade echt viel los, ne? Ich habe kurz überlegt, ob man vielleicht noch so einen Zusatzstream machen kann, wo man einfach den ganzen Tag God of War ballert, weil da würde ich mich schon sehen, ich hätte echt Bock drauf. Aber gerade geht's nicht. Wenn dieser ganze, im neuen Jahr können wir drüber reden, so. Wenn dieser ganze Umzugsstuff weg ist, dann... Ah, geil. Endlich mal hier. Let's go. So Late-Night-Streams und länger sind einfach geil. Ja, hoffentlich kann ich in der Wohnung dann halt auch mal, ne, dann können wir bis, keine Ahnung, 12 oder 1 Uhr streamen ohne Probleme. Hoffentlich. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das mit den Nachbarn ist. Ich hoffe, ich habe so eine Situation wie bei Dennis, dass einfach, ja, dass du halt in der Nacht um 4 Uhr morgens da rumschreien kannst und niemand beschwert sich so. Oh, Poseidons Chamber. Oder einen YouTube-Kanal von einer Woche entdeckt und seitdem fast jedes Video gekriegt. Bis for real, der krasse deutsche YouTuber. Danke dir. Danke dir. Wäre auch nochmal down für God of War 2018 und Ragnarök ist halt so gute Games. Das war eigentlich mein Plan. God of War 3 durchspielen und dann direkt in 2018 reingehen, das durchballern und dann nochmal Ragnarök. Da, Junge. Das ist eigentlich der Plan. Ich glaube, das werden wir auch machen. Ich würde eigentlich, am liebsten will ich halt diese ganzen, ich finde diese Sony-Games, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese Sony-Games echt perfekt für den Stream so. Ne, so Uncharted ist bestimmt auch geil, Last of Us, zumindest Last of Us 2, so Last of Us 1, weiß ich nicht, im Stream, aber ja. Ich genauso gemacht in der Reihenfolge, als Ragnarök rauskam. Ja, es ist, Junge. Nächster Stream, also No Death Room, Junge. Hast du mal überlegt, so Mario Odyssey oder so zu bringen? Ja, eigentlich, wir hatten ja auch aufgeschrieben, Mario Odyssey auch mal im Stream durchballern. Ich würde eigentlich auch gern mal zumindest auf dem Zweitkanal ein Video zu Mario Odyssey machen, wenn nicht auf dem Hauptkanal. Mario Odyssey ist so fucking awesome. Ist das jetzt Donnerstagnacht oder Freitagnacht? Naja, am 8. um 1:30 Uhr morgen. Also von Donnerstag auf Freitag. Du hast Donnerstag 0 Uhr und dann geht's in den Freitag rein und da. Ist das jetzt verständlich? Nicht Wochenende, sondern davor, die Nacht vor dem Wochenende. Freitag morgens, ja, so. Freitag. Ne? Bin sehr gespannt, wer bei diesem Stream, also, ne, ja, Donnerstag, da, aber das ist ja nicht mehr Donnerstag. Wenn es um 0 Uhr schwingt es ja um auf den Freitag. Aber ja, Donnerstagnacht, kann man so sagen. Der Tag, wo normale Leute schlafen, ja, so. Hä, was ist hier passiert? Bin dabei. Junge, da wird der Schlafrhythmus gefickt, Alter, hab ich Bock drauf. Was war das hier für ein... Achso, speichern. Alles gut. Da macht Freitag alle blau. Ja, Mann. Junge. Digga, so surreal, dass in ein paar Tagen einfach GTA 6 Trailer kommt. Ey, es wird...
Ich habe so ein bisschen Angst davor, was Take-Two mit der Monetarisierung bei GTA 6 machen wird. Aber, Junge, der Trailer, der wird alles ficken. Bin Freitag krank, so nicht anders, egal so. Alle Gelben holen. Alle Gelben holen für da. Der GTA 6 Trailer. Und jetzt imagine, er kommt nicht. Alle denken, er kommt bei den Game Awards. Er kommt nicht bei den Game Awards. Junge, stell dir das vor. Also bei Singleplayer safe, keine Sorgen, aber GTA Online wird dicke Monetarisierung. Ich glaube auch, ja. Ja, weil halt dieser. Ja, keine Ahnung. Aber ich bin gespannt. You. You're Lord Kratos. Please. No. Moin. I do not need your help. Bist du traurig, wenn ich komme? Nö. Also, ich will sehen, wie GTA 6 aussieht. Wirklich, das will ich sehen. Aber. Ja, ich bin halt nicht der größte GTA-Fan, ne? Also, was soll ich sagen? Kann aber echt sein, dass Rockstar den Trailer selber droppt. Ich sag mal so, wenn der GTA 6 Trailer bei den Game Awards kommt, dann ist das nicht unbedingt, also Rockstar braucht nicht die Game Awards, sondern das wäre ein Big Win für die Game Awards, wenn die den GTA 6 Trailer hätten. Imagine das Grinsen von Jeff Keighley, wenn der GTA 6 Trailer da gezeigt wird. Aber die brauchen das nicht. Die können das einfach so droppen und es wird alle YouTube-Rekorde brechen. Im Gaming-Bereich sage ich dir, der GTA 6-Trailer wird alle View-Rekorde brechen. Der wird alles. Alter, ich komme rein. Ich gucke zwei virtuelle Augen an. Imagine GTA 6 wird das erste Spiel in der Geschichte mit einem 100er Meter-Score. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es nicht ein 90er haben wird, das wäre schon traurig. Ich gehe mal, wieso Red Dead? Was hatte Red Dead 2 irgendwie 97 oder so? Ich glaube nicht, dass Rockstar ein perfektes Spiel abliefern wird. Aber, wie gesagt, ich erwarte von GTA 6, ich erwarte irgendwas technisch was Krasses. Was wir noch nicht gesehen haben. So wirklich, wo du so denkst, okay, das konnte nur Rockstar mit ihrem Budget machen, so. Mit der Zeit und ihrem Budget. Sowas will ich sehen. Irgendwas, wo du so denkst, so krank. Am Ende wird es nur 82. Ey, das kann sein. Das kann sein. Oder guck dir alle großen, ne? Zur Skyrim-Zeit hätte auch niemand erwartet, was mit Bethesda passiert, ne? Und Starfield. Das hätte niemand erwartet. Guck dir Blizzard an. Das waren die beliebtesten in der Gaming-Branche. Guck sie dir jetzt an. Ich meine, gut, Rockstar ist jetzt nicht unbedingt beliebt, aber. Beziehungsweise Take-Two ist jetzt nicht unbedingt beliebt. GTA 5 hatte 97, GTA 4 98 und Red Dead 2 hatte 97, also so ist nicht hergeholt. Ja, stimmt. Ja, stimmt schon. Hast schon recht. Aber zum Beispiel ist halt für mich persönlich ist halt GTA 5 jetzt kein 97er-Game, ne? Ich weiß auch nicht, ob GTA 4 ein 98er-Game ist. Bei Red Dead kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich meine, die Bewertung. Wie sagt Waffel, wie sagt, warum sag ich mal Waffel? Wie sagt Ananas so gerne, Mario, kein 93er Metascore verdient. Ich glaube, es ist auch nicht mehr bei 93, ich glaube, ich bin mittlerweile auf 92. Bin mir ungelogen zu 100% sicher, dass sie nicht enttäuschen werden. Ja, okay. Ja, kann wohl sein. Bin sehr gespannt. Ach so, ach Junge, sorry, lesen, Alter. Holy shit. Sorry. Ich lieb das, Alter. Wie er die da reinkickt, ey. Ja, die Brutalität ist wirklich auf einem ganz anderen Level, ne? GTA 6 ist, glaube ich, das meist erwartete Spiel in der Spielgeschichte. 100%, ja. 100%. Auf jeden Fall. Also, deswegen, ich sage ja, der Hype für GTA 6 wird etwas sein, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Das wird. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich irgendwie einfach voll auf den Hype. Ich freue mich gar nicht mal so unbedingt auf das Spiel. Also auch natürlich, aber. Richtig stumm, die Gewalt, ja.
Ich sag Live-Action-Trailer, ich hoffe nicht. Please, please, leave me be. I beg of you. Show mercy. Hold your tongue. Yo, imagine, dass wir da heute rauskommen. Uiuiui. Uiuiui, ich stell mir vor, dass wir da heute rauskommen. Uiuiui. Die Frau angekettet. Oh mein Gott, Alter. Rockstar droppt den GTA 6 Trailer nicht bei den Game Awards, sondern parallel auf dem eigenen Kanal, nur um die Game Awards zu trollen. Ey, könnte ich denen zutrauen. Twitter wollte wegen der Folterszene das Game ungelogen canceln. Junge. Wegen welcher Folterszene? Am Anfang mit Poseidon oder welche? Wenn Rockstar das macht, wäre gottlos. Wäre aber auch lustig. Wäre aber auch, würde ich auch feiern. Vor allem, wer ist das? Ist das die Tochter von Poseidon? Habe ich das richtig verstanden? Oder wer ist das? Habe ich sie gerade getötet? Nee. Boah, Junge. Ach, folgenden, nicht Folter. Also, der schlecht. Ach so, habe ich falsch gelesen. Sorry. Ach, stimmt, du hast wirklich. Habe echt falsch gelesen. Sorry. Ich will. Warum visiert er sie an? Maulwürfe, ohne Scheiß. Uiuiui. Wo wohnen die eigentlich? Sieht ungemütlich aus. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, die Dienerin oder so? Ach so, okay. Ich hab nur gar nicht das hier. Hä? Was gibt's noch für Tricks? Oh fuck, Alter, auf die Schnauze geben, auf die Schnauze bekommen. Die Tricks gibt's noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Achso. Geht schon L1 und X bei dir? L1 und X ist das hier. Durchwechseln. Okay, wir haben noch 10 Minuten. Aber hier war, da war ein Speicherpunkt, ne? Ich würde sagen, bei dem Speicherpunkt hören wir auf, weil ich weiß nicht, wann der nächste kommt. Und dann machen wir nächstes Mal weiter am Montag. Da habe ich richtig Bock drauf, Junge. Da habe ich richtig Bock drauf, das sehe ich mich, Alter. God of War 3. Junge, God of War 3 macht bisher so Bock, das ist krass. Muss ich ehrlich sagen, ich meine, gut, ich habe es ja vorher noch nicht gespielt, aber dass es so viel Spaß macht, hätte ich nicht. Warte, kann ich speichern? Die Titten, Alter. So, speichern. Dann machen wir in dem nächsten, Stream. Schieben wir die weiter. Das ist wirklich ein nice Streaming-Game, ne?